Guck. Und herzlich willkommen zurück mit der Aloy hier bei Horizon Zero Dawn. So, wir sollen jetzt hier ein Feuerchen finden für die Elida da, für ihren Freund. So. Dazu müssen wir hier rüber. Hier oben waren wir schon. Falkensitz. Hier haben wir doch hier wisst ihr was? Warum schwimmen, wenn man laufen kann? So, das ist ja das Haus, was wir uns jetzt einmal erobert haben. Wo der eine Typ noch so sagt, ja, kämpfe mit mir, du Made. Und Aloy dann mit ihm gekämpft hat. Ja, das hat er bereut. Naja, er hatte nicht lange Zeit, das zu bereuen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Genau so war es auch. Ja klar. Was sind das denn? Nö. Das Lagerfeuer. Ja, das Lagerfeuer setzt uns aber auch an eine beschissene Stelle hier, ehrlich. Wo bin ich? Wo komme ich jetzt raus hier? So. Wir können das im Übrigen mal speichern hier, das Ganze hier, das ganze Spektakel. Komm, das können wir hier oben speichern. Scheiß drauf, hier. So. Okay. Den Punkt hier unten haben wir noch. Ja. Wir gehen jetzt. Nee, Falkensitz. Wir gehen hier die andere Straße runter. Hier war doch so eine andere Straße. Ja. Extra so, damit wir dort unbedingt runterfallen. Also manchmal kann ich wirklich froh sein, dass ich hier schon so einige Sachen so erkundet habe, dass wir hier das Lagerfeuer haben. So, was für Maschinen stehen uns hier wieder im Weg? Noch sehe ich keine. Ui. Ey Leute, das wird jetzt. Naja, ich wollte gerade sagen, schmerzhaft oder keine Ahnung. So. Ab, du wirst mir sicher noch nützlich sein. Oh. Ich finde das schön, wenn das immer so schallt, wenn sie was sagt. So. Hier sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Folge den Spuren. Von dem bin ich gerade gekommen. Oh, ich mache mir die Mühe, extra hier runter zu trampeln. Hier gibt es ja sogar eine Straße hier hoch. Ich fasse es ja nicht. Hey, rede! Oder ich schneide dir noch ein Peter ab. Ich werde doch wieder Menschen töten. Wo das denn? Muss Atal sein. Ja. Dein Geschrei nervt. Er soll reden. Hier sind ganz schön viele Wachen. Kaum zu glauben, vielleicht gibt dass es noch mit uns einen Eingang. Gekämpft hat. Hä? Ich sag's dir. Wie verarschen? Die Bude habe ich doch schon mal ausgeräumt. Verräter. Na, ich weiß nicht. Klar. Sobald es härter wird, geben sie auf. Wählen den leichten Weg, nicht den richtigen. Hörst du an? Klingt nicht. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Ist das alles? Go! Au! Warte. Das machen wir anders. Jetzt treffen wir wieder nichts hier. Alter! Bei meinem
Charger. Moment. Nee, die normal die starken Pfeile verschwenden wir nicht dafür. Treffert halt aber auch nichts hier, das ist ja furchtbar. Das werde ich auch noch spüren. Das tat weh. Was wirst du nicht? Komm her, ja. Triffst du überhaupt irgendjemanden damit da drin? Kritischer Trefferkill, jawohl. Sie ist da entlang. Was? Oh, Entschuldigung. In Deckung, sonst ist es aus. Ups. Ja. Kann nicht weit sein. Augen auf und umsehen. Was? Wenn du leben willst, lauf! Dasselbe wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Hey. Wir haben noch alle Heiltränke. Ja, okay. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ja. Vor allem die haben alle Heiltränke hier einstecken und die benutzen sie nicht. Selbst wenn. Das ist mir auch egal. So. Was gleichst denn du eigentlich? So. Da haben sie hier wirklich neue reingesetzt. Ich fasse es nicht. So, wo ist der Typ jetzt? Oben. Ja. Ja, wenn mehrere hier auf Aloy ballern, ich sag ja immer wieder, wir sind zwar mächtig hier mit der Aloy, aber unsterblich ist sie deswegen trotzdem nicht. Ja. Hä? Atral. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida, ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Atral? Jo. Arme Atral. Und arme Elida. Ja, das ist schon schrecklich sowas. Also, ist nicht sonderlich überraschend, aber naja, schon ein bisschen traurig. Ich muss aber sagen, die Ausarbeitung der Figuren hier an sich, nicht von Aloy, sondern von dem Rest hier. Das sind ja alles so kurze Momentgeschichten hier.
Ach, was juckt mich hier da das Abseil? Wir gehen hier, komm. Ich meine, wir haben jetzt hier diese traurige Geschichte mit den beiden und in 5 Minuten haben wir sie eh wieder vergessen. Weil wir nie wieder zu denen hinkommen oder so. Doc wird durch dieses Symbol dargestellt. Ein Blitz. Es bewirkt, dass Gegner kurzzeitig betäubt sind. Ja, ich weiß. Sie verkaufen exotische Jagd. Achso. Jo, da sind wir. So, lauf. Ich kann nicht aufhören über meine Schwester. Tja, Mädel, es tut mir außerordentlich leid für dich, aber. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Das kannst du nicht machen. Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Jo. Rede mit was, Lahavis? Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit. Ja, das. Bewachen der Stadt. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ja, dann hör damit. Ist. Irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, jo, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache, kein Stadtschreier. Jo, 5000. Naja. Macht den Braten jetzt nicht unbedingt fett, aber naja, gut. Jo, was ist hier hinten noch? Gut. Dann würde ich mal sagen. Haben wir noch irgendwelche Ausrufezeichen oder was? Wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch irgendwelche Ausrufezeichen irgendwo. Das war Nebenquests. Wir haben. Was haben wir eigentlich noch nicht erkundet? Also den Weg sind wir auch schon gegangen hier oben. Waren wir hier? Ach, das hier ist hier, wo wir gekämpft haben, oder? Das Ding. Mit dem einen da. So, hier unten haben wir nicht mehr unbedingt irgendwie Festung. Hier unten haben wir das Sonnenfels. Da waren wir, ja. So, okay. Ja. Nee, da würde ich jetzt erstmal hier Banuk-Figur. So. Ich würde aber erstmal speichern. So. Wir holen uns als nächstes erstmal die Banuk-Figur dort. So. Und dann, wie gesagt,
holen wir uns nach und nach die ganzen Sammelobjekte. Und unterwegs finden wir vielleicht noch mal eine Quest oder so. Sein Leben. Jo. Wir leben in seltsamen Zeiten. Ja, hättest du nicht erwartet, was? So, hier soll speichern. Und dich nicht bücken. So. Ja. Jo. Okay, hätten. Nein! Ja. Nee. Banuk-Figur, genau. So. Ja, mit den Jagdgebieten. Hä? Ich habe ja lang und breit erklärt, dass ich die Jagdgebiete nicht unbedingt machen will. Aber. Warte mal, haben wir ein näheres. Warte mal. Ich muss mal gucken, wo das Ding liegt. Das liegt hier unten mitten im Wald. Nee. Wo liegt das? Das liegt hier an der Kante. Wir gehen mal. Nee, warte. Wir gehen. Ich habe Angst, dass das auf irgendeiner Kante liegt, wo ich dann wieder hoch muss. Wenn ich jetzt hier runter gehe. Da drüben hätten wir Reittiere. Na egal. Nein! Nein. Schnell reisen nicht möglich. Du bist da am Zielort. Ich werde das später ausschütteln. Oh. Alter. Du bist zu nah am Zielort. Willst du mich verarschen? Wie kommen wir jetzt hier weg? Wir kommen nur über Lagerfeuer weg. Ach, verdammte Scheiße. Wir gehen hier rüber. Und dann dort hoch zu dem anderen, wo wir gerade waren. Eieieiei. Vor allem, die wäre gerade fast verreckt. Ich werde das später ausschütteln. Ey Leute, du hast Sorgen. Du hättest dir fast den Hals gebrochen gerade. So. Okay. Sägezahn. Nee, ich hab keinen Bock auf Sägezahn. Okay. Wir gehen mal hier oben lang. Ich will zu der Bannungfigur, ja genau. Jo, Werkzeug wird auf. Oh, danke schön. Was haben wir hier? Alte Trümmer. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, jetzt nicht. Jo. Folgt er mir? Nee. So kann man es auch machen, wenn man jetzt keinen Bock hat, gegen die zu kämpfen. Das reibt ein bisschen. Ja, ist ja gut. So, hier links runter. Warte mal. Können wir einen von den beiden übernehmen. Ha. Ja. Wo ist das Ding? Nein! Das ist. Da drüben, oder? Da drüben drauf? Aloy, ich weiß, du wirst mich irgendwann dafür hassen. So, ist das wirklich hier oben drauf auf dem Ding? Das könnte sein. Das versuchen wir von hier drüben aus. Lalalala. So. Ja, lauf mal rüber. Ah! Aha! Sag ich doch! Jo! Irgendeine Figur.
Jo. Wahrscheinlich von den Banuk. Von den Banuk? Ja, brauchen doch hier solche Figuren, um für das in dem Yellowstone Park dort oben das Ding. Das sind doch welche davon, oder? Nee, hä? Keine Ahnung. So. Okay, gibt's hier irgendwas zum Abseilen? Egal, wir haben Lagerfeuer. So. Wo ist das nächste? Wir machen mal den hier. Wir schalten mal die Händler weg. Die Lagerfeuer neu inaktiv. So, Brutstätten, Langhälse, Jagdgebiete, Banditenlager, verdorbene Zonen, Sammelobjekte, Siedlungen. So, alte Ruinen. So, Ruinen, Kontrolltürme. So, die Maschinen lassen wir tatsächlich mal an. So, okay. Da hätten wir. Was haben wir jetzt in nächster Nähe? Ich wollte hier unten die Runde machen. So, um die ganzen Lagerfeuer mit freizuschalten. Dann müssten wir uns hier hinbegeben. Wir haben aber hier oben auch noch eine Metallblume. Dann müssten wir zu dem Lagerfeuer. So. Jetzt ist die Frage, wo genau ist diese Metallblume? Zu welchem Lagerfeuer kommen wir? Na gut, okay. Wir würden hier rüber gehen. Guck mal hier. Ui. Können wir kurz speichern hier. Mal den Mist hier weg, Mensch. Jo. Okay, gut, wir wollen hier rüber. So. Das Einfachste wäre natürlich, wir schwimmen hier einfach rüber und fertig. Ich glaube, das werden wir auch tun. Bis von meinem Glück ist das Ding wieder oben irgendwo auf dem Berg. Noch ein Libellchen. Sind das auch Maschinen? Warum muss der größte Teil des Spiels eigentlich die Wüste sein? Hau ab, du. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Lust, gegen die Schnappmäuler dort zu kämpfen. Da bin ich nicht unbedingt scharf drauf. Wenn wir die irgendwie umgehen oder umschwimmen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit er mich sieht. Maschinenareal entdeckt. Schnappmaul. Ja, ja, ist klar. Das wird oben auf dem Berg liegen, denke ich mal. Da oben drauf. Das ist doch alles Felsenkante hier. Es sei denn da im Gestrüpp dort. Nee, hier oben. Komm. Jo. Super. Hätten wir. So, wo ist die nächste? Kommen wir hier aus dem Wasser raus, hier auf das, in das Lagerfeuer? Ich wollte hier oben das Panorama wollte ich haben. Genau. So. Dann müssten wir den ursprünglichen Weg, den ich hier oben genommen habe, wieder aufnehmen.
So, was ist hier unten? So. Das sind die ganzen Lagerfeuer. Hier unten wäre noch die eine. Hier ist eine. Die würden wir uns, da sind die hier. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich glaube zwar, wir gehen jetzt über das Lagerfeuer. Versuchen wir jetzt zu dem Panorama zu kommen. Vielleicht schaffen wir das ja. Das Problem ist bloß, sonst sind wieder irgendwelche Vögel oder unterwegs. Das ist mein Problem. Ja. Ich habe auch schon überlegt, direkt versuchen hier Platin rauszuholen hier in meiner Aufnahme. Die Trophäen und alles. Plus das. Da würden wir mindestens noch 100 Folgen brauchen dafür. Das ist immer das. Jo. Mehr kann ich nicht tragen. Ja. Nee, du sollst hier speichern mal kurz. Jo, speichern wir wieder hier oben hin. So. Okay. Wir wollen hier vorne hin. Ja. Die Frage, das könnte auch unten. Nee. Ja, unten. Panorama ist nicht unten. Also Panorama ist schon auf dem Berg oben. Gut, okay. Ja, ich sehe schon da oben. Alter. Was seid ihr für welche? Oh. Er hat noch Säckchen. Irgendwas, was schießt, ist immer am schlimmsten. Ja, haut ab. Noch einer? Das ist der Langhals. Komm schon. Na? Das ist Feuer und Flammen für Aloy. Ja. Wir müssen unten das Säckchen wieder treffen, das Euter. Das da. Hm. Also, was ist mit den Dingern hier? Also gut, plane. Die Planänderung, ja, Pfeile herstellen. Halt, zack. So. Also die Punkte, die wir dafür kriegen, sind ja eigentlich lächerlich. Ist ja zu weit weg, oder? Nee. Bauteil entfernt. Ja. Mensch, versteck doch deinen Hoden nicht immer so, Mann. Was ist schlimm mit euch? Jawohl. Nein, das hier.
Jawohl. So. Ich weiß aber nicht, ob hier noch mehr Vöglein sind. So. Auf jeden Fall ist für heute erstmal Feierabend. So. Den ganzen Plunder, den sammeln wir dann in der nächsten Folge ein. So. Dann hoffe ich, das ganze Ding hat euch natürlich gefallen hier heute. Dann gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn das so ist. So. Dankeschön fürs Zusehen und ciao.